Liebe Genossinnen, liebe Genossen, werte Gäste, vor Jutta hatte ich noch ein echt mieses Gefühl. Ich muss einfach sagen, warum, weil das war Josi und Stefanie, Jugend voran, und ich dachte, oh, und ich bin wieder die, die den Durchschnitt dann nach oben bringt, statt nach unten. Jutta, wir schaffen es gemeinsam, 60 plus, genau so ist es. Ich hoffe es jedenfalls. Vor 2 Jahren stand ich in Potsdam, auch hier oben, also in Potsdam, da oben, und hatte mich als Kräuterhexe aus Hütte vorgestellt. Die BZ berichtete ungefähr 2 oder 3 Wochen hinterher, dass die Kräuterhexe aus Hütte schon oftmals oder mindestens 3-mal über den BER geflogen ist, hat nichts gebracht. Christian, ich verspreche, ich fliege nicht mehr drüber, es wird auch so bestimmt was werden. Muss, ne? Ja. Hexe aus Hütte, das war die Kräuterhexe, die sich damals einmischen wollte, die linke Hexe sein wollte. Und ich muss sagen, auch Hexen müssen sich entwickeln, weil nicht gegen alles und nicht gegen jede Dummheit ist leider ein Kraut gewachsen. Richtig. Und mit Hokuspokus können wir auch in unserer Gesellschaftsordnung nichts mehr bewegen, jedenfalls nicht viel. Kinder glauben uns noch, aber unsere Bürger sehen das kritischer und das mit Recht. Deswegen habe ich mich weiterentwickelt, bin Mitglied der SVV in unserer Stadt geworden, bin Gebietsvorsitzende in Eisenhüttenstadt und bin seit einer Woche stolzes Mitglied des Kreisvorstandes. Danke. Ich bin generell für eine Politik über den Tellerrand und ich möchte auch parteiübergreifend arbeiten, was so als Kräuterhexe auch ein bisschen möglich ist. Vor 2 Jahren war ich noch Hartz IV, jetzt bin ich aufgegangen. Das, was vorher meine Berufung war, ist jetzt mein Beruf. Ich betreue wunderbare junge Menschen, minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, und fühle mich da wohl und würde sagen, ich brauche kein Zuhause mehr, denn ich würde dort aufgehen und dort bleiben wollen. Und genau das ist es. Die Flüchtlingskrise ist eine Sache, wir dürfen das aber nicht reduzieren. Das heißt, wir müssen uns, wie wir vorher gesagt haben, um alle Bürger kümmern. Und eine Sache ist da für mich ganz wichtig, wenn Basti Walter sagt, bis 2040 will er die Welt verändern, ich schaffe es nicht mehr, also nicht bis 2040 durchzuhalten, denke ich, sondern ich setze mir für mich meine Ziele, die ja nicht mehr so langfristig sind, mindestens 20, 30 Jahre, Hexe sollen 200 Jahre alt werden, das ist nicht so ganz machbar. Ich möchte mich einsetzen, wenn ich dann für den Landesvorstand gewählt werde, dass wir wirklich das schaffen, endlich eine gebührenfreie Kita zu erreichen, denn das ist bei uns in Eisenhüttenstadt ganz, ganz doll wichtig. Wir haben mit die höchsten Kita-Gebühren und wir sind als Linke nicht darauf stolz. Deswegen also meine Kandidatur und ich bin der Meinung, die Linke wird gebraucht.